So, Leute, endlich, Naruto ist drinnen. Und es gibt drei verschiedene Pakete. Einmal Naruto Kakashi-Paket, Sasuke-Sakura-Paket und Shinobi-Ausrüstungspaket. Das ist eine Menge. Aber gucken wir uns erstmal an. Naruto Uzumaki. Hat einen Stil, den siebten Hokage. Ich hätte ja gedacht, dass da jetzt noch ihre Mietenmodus und ein 29er Modus reinkommt. Was ist der inklusive Umhang? Du kannst andere Rückenaccessoires tragen, aber keine Umhänge, weil er schon einen Umhang hat. Schriftrolle, ja, die kenne ich. Die ist doch vom Eremitenmodus. Kakashi Attacke. Er hat drei Stile. Er hat nicht die Hokage-Kleidung wie angenommen, aber er hat die Anbu-Kleidung an. Sieht schlecht aus. Und Anbu-Maske dabei. Und da ist sein Rückenaccessoire. Der kleine Hund. Der guckt. Ladebildschirm. Pizza-Jutsu. Dann Sasuke Uchiha. Ja, genau. Oh! Ich hatte schon gerechnet mit Rinnegan dazu. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Naja, gut. Das eine Auge ist Rinnegan, aber... War aber klar, dass es mit reinkommt. Keine anderen Stile. Ja, The Last würde ich jetzt nicht sagen. Und von Boruto der Stil, weiß nicht, würde wahrscheinlich auch nicht so elegant passen. Ich glaube, da wäre ein bisschen verdunkelt. Und Winddämonen Shuriken. Was ist das? Zieh die Spitzhacke Grasschneider aus der Schwertschneide von Sasuke Uchiha, wenn du beides ausgerüstet hast. Das Paket beinhaltet einen Ladebildschirm. Sein Schwert. Sakura. Haruno. Und Uchiha-Version. Da ist sie natürlich mit Sasuke verheiratet. Deswegen heißt sie da Uchiha. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er diesen Stil bekommt, aber... Ist, glaube ich, auch das Einzige, was sie hat. Okay, da gibt es vielleicht noch die Sache mit dem vierten Ninja-Weltkrieg, die Uniform, aber ich glaube, die ist nicht so präsent gewesen. Umhang für die? Ach, das ist der Umhang, wo die auf der Suche nach Sasuke waren in Shibuden. Der Ladebildschirm. Der Neunschwänzinger griff den Battlebus an. Yo. Dann die Shinobi-Ausrüstung. Jutsu-Beschwörung. Und Ramenpause. Kunai. Ah, das war klar, dass die als Spitzhacken kommen. In Schwarz auch noch. Schön. Was sie dann Sense? Hidan ist doch gar nicht drin. Aber die passt perfekt als Spitzhacke, natürlich. Anbu-Schwert von Kakashi. Hier nochmal als... Was? Kurama als Hängegleiter. Aber du musst dir den ja einzeln holen. Da kriegst du nochmal Ladebildschirm zu. Hältst du dich fest oder muss man drauf schweben? Ja, und hier sind sie einzeln alle. Episch alle. Hier gibt es die auch nochmal alle einzeln.
alle Gegenstände. Und ja, das sind die von, die heute Nacht reingekommen sind. Geldbeutel blutet heute ganz schön stark. Alien-Paket noch drin und Dark Phoenix, ja. Also muss sagen, geiler Shop, aber das ist viel, das ist echt viel, was man sich holt. Das sind 4000. Ach Moment, ich muss mal kurz zusammenrechnen, das sind 4300. Plus 1500, das sind 5800 plus den Hängegleiter, das sind 7000 V-Bucks. Boah, das ist viel.